1979 erscheint im Kritikteil des Merkur eine Rezension von Reinhard Maria Götz, ein junger Mann damals, 25, zu einer Erzählung von Max Frisch. Was macht diesen Text so bemerkenswert? Ich kannte Reinhard Götz da schon vom Lesen. Er hat im Kursbuch Jugend 1 oder 2 Jahre vorher einen Text geschrieben. Da war mir aufgefallen, ich war damals sehr jung, 14. Den Merkur kannte ich von meinem Philosophielehrer her. Ich hatte einen sehr engagierten Philosophielehrer, der hat uns den Merkur nahegebracht. Ich hatte ihn noch nicht abonniert oder so, aber ich kannte das. Und als ihr mich gefragt habt, habe ich dann in meinem Bücherregal gestöbert und ich habe diesen Text gefunden. Als allererstes dachte ich nehme Habermas. Ein Text von 1970, was heißt heute Krise, ist ein Text, der für mich persönlich ziemlich wichtig ist, weil Habermas stellt da um von Wirtschaftskrisen auf Legitimationskrisen in der Gesellschaftstheorie. Aber dann habe ich gedacht, erstmal kam der Hinweis, dass einige ihrer Leute Habermas sich ausgesucht haben. Und zweitens, als ich dann selbst dann nochmal darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, nee, Habermas trifft eigentlich nicht mein Verhältnis zum Merkur. Hab den immer eher von hinten gelesen. Also eher die Marginalien als die großen Staatstragenden, die Staatsaktionen der Essays vorne. Das war schon immer so. Und da habe ich gedacht, Reinhard Götz trifft es einfach besser. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich habe den Merkur dann als Philosophiestudent abonniert und hatte parallel dazu ein Spex-Abo. Merkur und Spex parallel. Ich weiß nicht, ob das so häufig war. Ich glaube, das gibt es nicht so oft. Für mich war das aber gerade in dieser Parallellektüre prägend, weiß ich nicht, aber hat zumindest große Einflüsse gehabt. Und Reinhard Götz ist natürlich da so eine Figur, die beide Sphären irgendwie überbrücken konnte. Ich meine, als Schüler und dann hat man da so eine ernsthafte Zeitschrift und dann taucht plötzlich so jemand auf, wie in diesem Text, der erstmal von sich spricht, der sagt, er ist jung, 25. Das war schon super interessant. Also es ist so eine kleine historische Erinnerung, die mich dazu gebracht hat, als erstes. Und als zweites ist der ganze Reinhard Götz da schon drin, in diesem Text, würde ich sagen. Und zwar in welcher Form sprachlich bereits? Ja, es gibt so Sätze da drin. Dieser eine Satz, ich habe ihn jetzt natürlich nochmal durchgelesen, die Welt muss über die Sprache ins Hirn. Das ist ja so ein Satz, da könnte auch jetzt noch in den letzten Götz-Texten drin sein. Und dann den Anspruch, den er hat an Literatur. Er sagt, Max Frisch, das geht hier um diese späte Max Frisch-Erzählung, der Mensch erscheint im Holozän. Lässt ihn eintreten in eine Altersexistenz. Das ist ja ein maßloser Anspruch an Literatur. Also, dass Literatur uns in eine andere Existenz von innen eintreten lassen kann. Und das ist eigentlich schon das, woran Reinhard Götz immer gearbeitet und ich finde auch immer wieder gescheitert ist. Also gearbeitet hat und gescheitert ist. Das ist sein Anspruch eigentlich immer gewesen. Andere Existenzen über Sprache klarzumachen. Und von daher kommt vielleicht auch seine ganzen Heftigkeiten. Also ich habe mir die Frage so ein bisschen anders gestellt. Also nicht, ob da schon der ganze Reinhard Götz ist, weil auf eine Weise ist es natürlich nicht. Es ist ja auch eine Rezension, die als solche auch funktioniert, so ungewöhnlich sie sicher ist. Also mit dem sehr prononcierten Ich-Sagen, das sehr früh in diesem Text schon kommt. Ich, der 25-Jährige, bespreche diesen Text eines berühmten alten Autors. Die Frage, ich habe es mir ein bisschen anders gestellt, nämlich weiß Reinhard Götz schon, dass er Reinhard Götz ist? Also weiß er schon, dass er kein Rezensent ist und weiß er schon, dass er Schriftsteller sein will? Und ich denke, ja, also das, irgendwie weiß er das und dieser Text verhandelt aber eigentlich genau
die Suche danach, wie er in einem solch, in diesem Format Reinhard Götz sein kann. Und das hat er dann ja auch relativ schnell aufgegeben, das in diesem Format sein zu wollen. Aber also ich weiß nicht, ging dir das ähnlich bei der Lektüre? Also du hast ja viel mit Rezensionen zu tun. Ein paar Sachen kann ich gut anschließen. Er hat ja auch was wirklich Musterschülerhaftes, dieser Text. Also er macht ja richtig eine Inhaltsangabe, ganz saubere Inhaltsangabe, trennt dann immer die Ebenen, sagt genau, wann er ins Interpretative fällt. Ich habe mich natürlich gefragt als Literaturredakteur, was würde ich machen, wenn ein junger Mensch von der Uni kommt und mir so eine Besprechung vorlegt. Ich würde es natürlich mit Kusshand nehmen. Ich glaube, inzwischen würden aber alle Leute das mit Kusshand nehmen, im Unterschied zu damals. Also ich glaube schon, damals hätte er ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Ich-Sagen und mit dem subjektiven Zugang zu dem Text. Mittlerweile würde man das nehmen. Ich würde mir aber auch denken, na, so ein richtiger Kritiker wird aus dem nicht. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern im Gegenteil sogar eher positiv. Also er lädt den Text ja für sein eigenes Leben existenziell auf, also seinen Gegenstand. So was macht man als Literaturkritiker? Man macht es mal und dann kommt die nächste Buchmesse und dann macht man es wieder und dann kommt die nächste Buchmesse und dann muss man es wieder machen und dann ist das Spiel schon irgendwie fad. Also ich würde auch sagen, er ist dann noch an der Grenze von Kritik. Ich glaube, er hat in der Süddeutschen auch mit Kritiken angefangen über Kinderbücher. Aber er ist auch schon auf dem Sprung. Und dieses auf dem Sprung sein würde ich in diesem Text rauslesen. Erstmal ist er ja fast schon, es ist ja ein Fantext. Also er ist ein Fan von Max Frisch. Aber gleichzeitig versucht er auch genau rauszukriegen, wie er das gemacht hat. Und er versucht, auf diesen Glutkern des Textes zu kommen. Altersexistenz, jemand von innen heraus aufschließen. Und da ist schon so ein Übersprung hin zum auch darüber nachdenken, wie mache ich das eigentlich? Oder wie sollte ich das eigentlich machen? Und es gibt auch einen Hinweis auf seine späteren Sachen, nämlich, dass Max Frisch das Denken dieses alten Menschen protokolliert. Das wird Reinhard Götz ja auch später machen. Es taucht schon auf, dieses Wort protokollieren. Es ist in dieser Besprechung schon drin. Ich habe mir dann daraufhin auch nochmal Irre vorgenommen, das ja auch im Merkur einige Jahre später veröffentlicht wurde. Insofern, ich habe Reinhard Götz nicht ganz so intensiv verfolgt. Und ich bin fast überrascht, dass all diese Dinge in dieser Rezension schon drin sein sollen. Denn der Bruch zu der Unbedingtheit von Irre ist auch sprachlich, deswegen habe ich vorhin nach der Sprache gefragt, so für mich so eminent gewesen. Weil plötzlich treten Leute wie Gottfried Benn ganz sichtbar in die Tür und bestimmen. Also da sieht man, dass die Rönne-Texte da sehr, sehr arbeiten und eine Hintergrundfolie bilden. Davon habe ich in der Rezension wenig. Ist es also wie viel an diesem Text ändert sich, wenn man weiß, was aus Reinhard Götz geworden ist? Ich habe mir das so gedacht jetzt beim Wiederlesen. Reinhard Götz ist dann noch ungepanzert. In diesem Text ist dann noch, hat er was Zartes und was Tentatives. Irgendwie panzert er sich danach. Ich meine, Michael Rutschki hat das ja alles in seinem Tagebuch aufgeschrieben, diese Zeit. Ich weiß nicht, ob Reinhard Götz da schon mit Michael und Katharina Rutschki so eng zusammen war oder erst später, aber jedenfalls. Ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, hat Michael Rutschki mir mal erzählt, dass Götz in die Merkur-Redaktion marschiert kam mit diesem Text. Ah ja, okay. Und dass sie sich, glaube ich, darüber kennengelernt haben. Ja gut, das wusste ich vielleicht mal, habe ich aber inzwischen wieder vergessen gehabt. Ich glaube, mich das so zu erinnern. Ah ja. Und also irgendwas wollte Reinhard Götz. Später ist da hat diese Panzerung oder diese Aggression, die er ja später hatte. Später hat er noch einen Text geschrieben im Merkur, der Attentäter. Diesen Text, ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich den nehmen soll, aber der war mir zu heftig. Der ist ja, das ist ja eine pure Aggression, sprachlich. Gleichzeitig ist in allen Götz-Texten, so heftig die sind, immer so eine gewisse Zartheit drin.
Also er ist auch ein bisschen dieser 25-Jährige geblieben. Er versucht das, ich finde, literarisch immer zu überspielen, nicht zu seinem Vorteil. Nur wann war Klagenfurt und Stirn? Ja, das war dann später, das war 84? 84, glaube ich auch. Ja, er wird immer auf Klagenfurt, ich mag das ja nicht, ihn immer so drauf zu beziehen. Aber irgendwas Autodestruktives hat Reinhard Götz ja schon immer gehabt, das hat er da dann sehr öffentlich gemacht. Ich finde in diesem Text, man sieht eigentlich auch schon in diesem Text angelegt, dieses. Es ist ja drin, dass Bücher was Aggressives sind oder was Hartes sind. Es ist kein Literaturanspruch, der jetzt sozusagen der versucht, weich Sachen nachzuzeichnen, sondern das ist auch eine Form von Kampf. Und Reinhard Götz, der Autor, kämpft in gewisser Weise da auch mit diesem Buch von Max Frisch. Er versucht es sich anzueignen. Es ist ein aggressiver Aneignungsakt auch. Und zugleich ist es auch ein Erkenntniserwartung oder Erkenntnisversprechen für Literatur. Weil er sagt ja am Anfang, er hat zu Hause eine 92-jährige Großmutter sitzen. Da könnte er ja eigentlich, also er wäre nah an der Quelle, wenn er was über das Altern erfahren würde. Aber er beschreibt es sehr, sehr kurz und sehr pathogen. Er kriegt da nichts raus. Also es bleibt ihm verschlossen. Er sieht nur das, was sich da einspinnt und was keinen Sinn ergibt. Und was er über das Altern jetzt zu wissen oder zu erfahren zu haben glaubt, das hat er dann aus der Literatur, aus der Hand eines anderen per Schrift. Er braucht den Abstand über die Sprache. Ich meine, das kann ja sein, die Andeutung nach den Andeutungen ist die Großmutter schon dement oder irgendwas in der Form oder in irgendeiner Weise schon nicht mehr auf dieser Welt und mit ihren Ritualen eingesponnen. Nun weiß man ja auch, dass Reinhard Götz im Sozialen nicht ganz leicht ist. Also, dass er im Umgang mit anderen Menschen auch immer seine Schranken hat. Da bietet sich natürlich der Umgang über Literatur an, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Bücher kann man ja nahe treten, echten Menschen nicht immer. Und was er natürlich hat, ist Sprache. Die Großmutter wird ja, die hat keine Sprache. Sie wird dargestellt, sie hört immer Radio, betet das Ave Maria und es gab noch ein drittes, das habe ich jetzt vergessen. Während eben Max Frisch dieses Protokoll des inneren Denkens eines alten Menschen auseinandernimmt. Was ja auch drin ist, jetzt so irre ist, ich glaube, Reinhard Götz war da schon Arzt oder studierte Medizin, ich bin mir nicht ganz sicher, er war, glaube ich, Historiker zuerst, nicht? Ich glaube, Doktor der Geschichte, ich glaube, das war er dann schon und wurde dann Arzt. Das Wort Gehirn taucht auf in dieser Besprechung. Ich habe jetzt den Fachbegriff nicht drauf, eine Atrophie des Gehirns oder so. Also man verliert Gehirnzellen. Diesen Satz gibt es offenbar in dem Text von Max Frisch. Und da fällt Reinhard Götz auf. Und mit dieser Dreiheit Gehirn, Sprache, Welt wird er ja ganz viel machen. Das ist praktisch schon, das ist, glaube ich, das, was im Kern dann sein Werk ausmacht. Aber hat er bewundert den Frisch, was ich jetzt aus der frischen Relektüre von Irre mit nach Hause nahm, war weniger irgendein Frisch. Also ich habe nirgends etwas gesehen, weder von der Architektur, Struktur, Dramaturgie. Der Text scheint mir ziemlich frisch frei zu sein, oder? Ja, wahrscheinlich, es kann sein. Ich müsste mich jetzt, kann sein, dass ich mich jetzt überhebe. Ich glaube, man könnte aber auch versuchen, das zu lesen als eine Form von Radikalisierung von Frisch. Als eine Form von existenzialistischer, durch den Punk gegangener Radikalisierung der Selbsterforschung von Max Frisch. Es gibt ja von Max Frisch diesen Satz: Schreiben heißt sich selber lesen. Und eigentlich macht Reinhard Götz nie was anderes, als sich selbst zu lesen, auch in Irre. Er setzt sich immer in Beziehung zu den Irren, also zu den Ärzten. Er ist immer spürbar. Ich glaube, es ist immer eine Form von
autoaggressiver Versuch, sich die Haut vom Körper zu reißen. Also es gibt immer diesen Rückbezug, also immer dieses Selbstreflexive. Und das ist, glaube ich, schon eine Verbindung mit Max Frisch. Und also, ich meine, die Rezension ist ja tatsächlich auch ein Kampf um die Deutung dieses Buchs und um die Wertung dieses Buchs, dass er beschreibt es so, ich glaube, es stimmt auch, dass nicht gut angekommen ist. Ja. Ist auch ein sehr ungewöhnliches Frischbuch. Ich habe das neulich nochmal gelesen, weil es am DT eine Inszenierung gab. Mhm. Das ist ja tatsächlich insofern nicht götznah von den Techniken, aber von dem, was es tut, eben schon. Also, dass da so protokolliert wird, dass es auch ganz viele nur Fragmente gibt, sondern reine Sprachfragmente, Zettel, die in dieses Buch als reiner Text übernommen sind. Das ist eben kein romanhaftes Erzählen. Das ist nicht diese Sehnsucht nach dem Epos oder so, das ist nicht mehr der Frisch der großen Romane, sondern es ist eben tatsächlich ein selbst schon zerfallender Frisch, der dieses Zerfallen aber selbst nochmal zu formen versucht. Und ich glaube, das hat Götz sehr zu Recht darin auch für sich zu schätzen gewusst. Ja, das kann ich, glaube ich, sehe ich auch so. Ich glaube, mit dem Frisch von Homo Faber oder auch von den Theaterstücken könnte da, glaube ich, nicht viel anfangen. In Montauk hat das ja schon angefangen, dass Max Frisch da Formen aufbricht, dass er dass das so was Tagebuchartiges annimmt und dass man auch gar nicht. Montauk ist ja insofern dann noch extremer, weil man ja nicht so genau weiß, was ist jetzt autobiografisch oder. Doch, man weiß, es ist sehr viel autobiografisch, aber wie er es bearbeitet, ist dann irgendwie dann doch künstlerisch überhöht. In diesem Fall ist es nicht autobiografisch, aber es liest sich eigentlich so, als ob das eine reine Selbsterforschung ist. Das, klar, das muss Reinhard Götz interessiert haben. Ich meine, es ist schon lustig, dieses Reinhard Götz, genau, dann später kommt Irre, diese Specs-Texte. Ich bin schlecht in Zahlen, aber die müssen dann auch so mit Irre gewesen sein. Da hat er im Specs viel veröffentlicht. Das ist dann ja durch den Punk gegangen. Dietrich Dietrichsen als großer Heroe. Reinhard Götz war dann jeden Abend auf Konzerten betrunken. Und gleichzeitig nimmt er diese Protokollwut mit. In diesem Text ist er noch der gute Sohn. Er versucht vielleicht auch sich als so Nachfolger zu inszenieren. Das wischt er dann ja alles weg. Das ist vielleicht der Bruch. Mit Klagenfurt sagt er Lügenveranstaltung. Lügenveranstaltung, die gesamte Literatur, das ist so eine herrische Großgeste. Das ist, glaube ich, was so in dieser Zwischenzeit dann möglicherweise passiert ist. Also, dass er sich so aggressiv nicht mehr als guter Sohn inszeniert, sondern als ganz was anderes, als jemand, der von draußen kommt, der eine eigene Wirklichkeit hat. Und dieses Draußensein ist dann irre, dann einerseits das Krankenhaus, aber andererseits sind das auch immer die Kneipen, ist das auch immer die Konzertsituation, die ekstatische Gegenwart in allen Formen. Interessanterweise bricht ja dann seine Merkur-Autorschaft relativ bald ab. Wobei interessanterweise er immer mal wieder betont, dass er den Merkur bis heute liest. Also das ist für ihn irgendwie schon eine Referenz. Also hättest du dann so eine Idee oder eine These dazu, warum die Specs-Autorschaft schon noch eine Weile weitergeht, das bei Merkur aber abbricht? Also jetzt über reine Kontingenz, wie das Bora dann übernimmt und vielleicht damit eh nichts mehr anfangen konnte. Ich habe, als er als er den Büchnerpreis bekommen hat in Darmstadt, gab es ja das Gerücht, dass er seine Preisrede im Merkur abdrucken wollte. Ich habe es gehört, ich habe es auch irgendwie weitererzählt. Hat er leider nicht gemacht, ist dann bei der FAZ gewesen, aber ich glaube, er hat zumindest darüber nachgedacht und ich glaube auch, dass das seine Nähe gibt. Eine These weiß ich nicht. Er ist dann ja, beim Merkur war Musik nie wichtig oder glaube ich. Und das klingt banal, ist aber, glaube ich, da schon entscheidend. Also was er gemacht hat, ist, er ist dann ja zum Techno gegangen. Es bricht ja nicht nur der Merkur ab, es bricht eigentlich auch sein Romanschreiben ab. Also er hat ja nach Irre dann noch Kontrolliert veröffentlicht. Ungefähr in der Zeit hat er im Merkur auch noch was geschrieben, Moskau. Ich glaube, das war so 86, 87, ich weiß es nicht.
kontrolliert war. Und dann hat er ja keine Romane mehr geschrieben, sondern erstmal Theaterstücke. Und dann kam seine große Internetzeit. Also was bei ihm abbricht, ist, glaube ich, eher die Form Text. Also so ein Text als Nachdenken zu begreifen, als etwas, was erzählen kann. Er macht es eher performativ. Also er versucht ja so der Gegenwart nachzuspüren. Das kann man im Merkur, glaube ich, vielleicht einmal machen, aber dann läuft sich das auch tot. Also bei Romanen hat er ja auch, er hat dann ja, Johann Holtrop ist dann ja erst wieder ein richtiger, in Anführungsstrichen, ein richtiger Roman gewesen. Also Rave, was immer man davon hält. Ja, Rave ist so ein Zwitter. Das kann gut sein. Rave ist so ein Zwitter, aber glaube ich, die Konspiration zum Beispiel ist wieder ganz was anderes. Mir hat jetzt in diesem Gespräch, ist glaube ich 3 oder 4 Mal von dir geäußert worden, da ist er gescheitert, das hat er nicht, das ist Verhärtung etc. Es ist, also ich hatte das, hab's gelesen als eine Bewunderung, die gleichzeitig sagt, da hätte irgendetwas ist auf der Strecke geblieben. Es kann aber nicht nur das Sanfte gewesen sein. Und was ist das, wo du denkst, da könnte Rainer Götz seinen eigenen Möglichkeiten davongelaufen sein? Oder habe ich das fehlinterpretiert? Nein, hast du nicht. Es klingt immer blöd, wenn Literaturkritiker sagen, sie erwarten einen Roman von einem Schriftsteller. Das klingt immer so ein bisschen so von oben herab. Oder so von, ich bestell jetzt mal, so von Oberkellner, liefern Sie mir mal einen Roman. Ich glaube aber, dass Reinhard Götz das auch von sich immer wollte. Ich glaube aber mit, und das ist da auch schon so ein bisschen drin, so kann man keine Romane schreiben. Ich meine, dass er ist zu, in gewisser Weise ist er zu redlich, um einen Roman zu schreiben. Dieses Spielerische da dran, dieses auch manchmal Übergangssituationen beschreiben müssen, dieses so nachmittags um 5 trat die Frau Marquis aus dem Haus mäßige, was im Roman manchmal drin sein muss, das kann der einfach nicht, das will der auch einfach nicht. Und bei Johann Holtrop hat er es ja nochmal versucht und da würde ich, meine Analyse wäre, dass er da, das ist ganz toll im Stimmungshaften und das ist ganz toll in dieser, sich in die andere Existenz, was schon in diesem Text drin ist, sich in eine andere Existenz reinwühlen. Was er aber nicht kann, ist eben, oder nicht gemacht hat, ist dagegen Spiele aufbauen. Also dieses dramatische Setting, was ein Roman braucht. Hier, der eine denkt das, der andere denkt das und der Schriftsteller denkt sich in beides rein und guckt, was dann daraus wird. Dieses Spielerische, in gewisser Weise auch so Schachspielerhafte, was man so als Romanautor braucht, das ist nicht seins. Ich weiß nicht, ob ich dann, ich würde ihm das aber nicht vorwerfen. Das ist, dafür kann er andere Sachen ganz gut. Er kann halt so Reinhard Götz sein. Was ich, Schwierigkeiten habe ich auf einer anderen Ebene mit ihm, das ist mit ihm als Autor, das ist sein ständiges Werten. Diese ganz harten Wertungen, die er hat. Also das ist und zwar jetzt nicht nur in seinen Romanversuchen, auch in seinen Blogs und Internetzugängen. Es ist sehr viel Situationslyrik drin, die er wirklich sehr, sehr gut kann. Also so Situationen erhaschen, auch gerade so dräuende Situationen erhaschen. Und dann kommt aber immer eine Wertung. Also er kann selten Situationen stehen lassen, sondern muss immer alles entweder vernichten oder großartig finden. Und könnte man sagen, das wäre die Arbeitsbeschreibung des Literaturkritikers, oder? Wo wir mit dem Anfang wären. Ich weiß nicht, ob man Literaturkritiker vernichten muss oder aber zumindest auseinandernehmen. Ich weiß nicht, ob man als Schriftsteller, also ich würde mir, ich sagen wir so, ich mag einfach andere Bücher dann doch lieber. Also ganz, ganz platt gesagt, nämlich die auch Sachen stehen lassen können. Und ich finde, in diesem Anfang, da ist das schon auch angelegt. Also da kann er jetzt noch Sachen stehen lassen. Es gibt diese schöne Geschichte, diesen Satz, wo er ganz kurz sagt, das ist gegen Ende,
ist es ein Trost, wenn man als alter Mensch in der Ewigkeit verschwindet oder so? Und dann sagt er, ich weiß es nicht. Das fand ich toll. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er das später sagen würde. Das ist ein schönes Schlusswort.